So, hello, welcome back to my channel. Today we celebrated the Feast of Christ the King. We normally call it Corpus Christi. So I am living here in Oldenburg and I celebrated it with our parish. All the Catholic parishes are gathered today at St. Peter's Parish here in Oldenburg. Then we celebrated our Mass, and after our Mass we now went in procession to a school they call St. Paulo's. So before we arrived at St. Paulo's, we were stopping at different stations. We first of all stopped at hospice. Hospice is a hospital where people who are seriously see that even medication can't even help them, people who are already at the point of death, you know, in order to prevent their family from getting the pains that they have, from, you know, taking in all those pains they have with them. Then they now decide to be at the hospice where they will now stay and wait till they are dead. So we stopped there, we prayed, we also remember them in prayer. We now move on to a school they call Liebfrauenschule, it's a Catholic school. And then from there we now process to St. Paulo Schule. That was where we ended the procession. And after the end of the procession, we now went there and took some refreshments. And I'm not going home with my children. I'll be posting the video right after this discussion, or after this talking with you people. And please don't forget to like this video and share it so that people who are living, Catholics who are living around here in Oldenburg and any other way in Germany, can also know that such things do exist. So whenever we are celebrating the Feast of Christ the King, Corpus Christi as they used to call it, they should try and come out in Mass. They should try and come out and join everybody in celebrating the Feast of Christ the King, Corpus Christi as they may call it. I hope you like my face today without any makeup. I want to celebrate this feast natural, you know, natural without any makeup on me. So don't forget to subscribe. I would love to have you in my channel. Subscribe and God bless you as you do so. Bye. Hello. Watch your back. Hello. Oops. Thank you, sir. Okay. She doesn't want to eat them.
It's in Glasgow, no. Okay, danke schön. Der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt.
Da werden Sie mich fragen, wie heißt er? Was soll ich Ihnen sagen? Da antwortete Gott dem Mose, ich bin, der ich bin. Und er fuhr fort, so sollst du zu den Israeliten sagen, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Das sind die Worte der Lesung. Und dieser Altar steht unter dem Motto himmlische Verführungen. Himmlische Verführungen, was kann das bedeuten? Angesichts der heutigen Informationsflut, angesichts der medialen Vernetzungen, stellen sich viele Menschen die Frage, worauf soll ich hören? Was ist für mich wirklich gut? Und wo verspricht man mir den Himmel auf Erden? Jesus hat solche himmlischen Verführungen immer wieder als Wege entlarvt, die von Gott wegführen. Lesung aus dem Lukas-Evangelium. Da führte der Versucher Jesus hinauf auf einen Berg und zeigte ihm, in einem Augenblick alle Reiche des Erdkreises. Und er sagte zu ihm, all die Macht und Herrlichkeit dieser Reiche will ich dir geben, denn sie sind mir überlassen und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest, wird dir alles gehören. Jesus antwortete ihm, es steht geschrieben, vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen. Wort des lebendigen Gottes. Jesus hat seinen Weg gefunden durch die Wüste hindurch. Jeder von uns muss auch seinen Weg finden. Und manchmal sind die neuen Wege eine Herausforderung. Aber wir dürfen auf diese neuen Wege vertrauen. Und deswegen wollen wir vertraut den neuen Wegen singen im Heft Seite 3.
Orientierung in unserem Leben. Ihm und seinem Vater, die in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes leben, dürfen wir nun unsere Bitten sagen. Für unsere Kindergärten, Schulen und Universitäten, dass sie Orte der Einübung in Respekt und Toleranz sind. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die sich in ihren Vorurteilen wohlfühlen, lass sie neue Sichtweisen der Dinge und Menschen finden. Gott, unser Vater, wir bitten dich, für alle, die unter dem Leistungsstress zu zerbrechen drohen, dass sie Wege finden, gesund zu bleiben. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Jesus, du Licht der Welt, erhöre unsere Bitten in der Gemeinschaft mit deinem Vater und dem Heiligen Geist, jetzt und bis in Ewigkeit. Amen. So wollen wir beten. Guter Gott, worauf sollen wir hören? Sag uns worauf. So viele Beweise, so viele Parolen, welche sind richtig? So viele Reden, so viele Wege, welcher ist wahr? Schenke uns die Unterscheidung der Geister, damit unser Leben auch zum Wohl unserer Mitmenschen gelingt. Darum bitten wir dich durch die Gegenwart deines Sohnes im eucharistischen Leib, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir singen nun weiter, Seite 12 im Text. Das erste Lied oben, das eine Lied, Herr Jesus. Schule steht der Altar unter dem Motto himmlisches Brot. Was das bedeuten kann, werden wir nun hören. Den Himmel können wir Menschen uns nicht selber machen. Er wird uns geschenkt im eucharistischen Brot. Dieses Brot dient nicht der Sättigung des Magens. Dieses Brot dient unserer Verwandlung in den
den Leib Christi. Seid, was ihr seht, und empfangt, was ihr seid. Leib Christi. Lesung aus dem Johannesevangelium. Jesus sagte zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat und dass ich ihn auferwecke am jüngsten Tag. Wir singen auf Seite 5 des Heftes: Du bist das Wort. Unser Leben segnen, jetzt und bis in Ewigkeit. Amen. Guter Gott, dein Sohn war für viele Menschen Brot des Lebens. Durch ihn wurde ihr Leben von körperlichen oder seelischen Krankheiten geheilt. Lass auch uns Brot des Lebens für unsere Mitmenschen werden, damit sie nicht an Einsamkeit, Hartherzigkeit und Unrecht verhungern. Darum bitten wir dich für die Gegenwart deines Sohnes im eucharistischen Leib, jetzt Ewigkeit. Amen. Antum ergo ossa carmentum. Thank you.
Qui vivis et regnas in saecula saeculorum.